Weißt du, was wir heute spielen? Das ist eine Strafe, das weiß ich, ja. Das ist eigentlich eine Frechheit, weil im Casino kann man nur verlieren. Das scheiß Casino ist so konzipiert, dass man da verliert. Dass ich dafür jetzt auch noch bestraft werde, ist eine Frechheit. Und weißt du mit was? Mit Stripfangen on Ice! Was soll das sein? Du rennst weg, denn jedes Mal, wenn ich dich fange, musst du ein Kleidungsstück meiner Wahl ausziehen. Die gute Nachricht ist, du kannst eine Stunde lang wegrennen. Wenn ich dich bis dahin nicht erwischt habe, kannst du so bleiben, wie du bist. Du kannst kein bisschen Eisschnee laufen. Nee, ich habe auch keinen Bock. Die Zeit läuft ab jetzt. Ich gebe dir 10 Sekunden Zeit, um wegzurennen. Ab dann ist das Spiel offen. Ich bin aber zum letzten Mal mit, ich glaube, 8 Schlittschuh gelaufen und das auch schlecht. Das sieht man in jeder deiner Bewegung. Ja, bring dich in Sicherheit, ich zähle. Vielleicht erreiche ich die Umkleide in 10 Sekunden. Also ich überlege gerade, wie ich ihn zum ersten Mal umholze. Ich glaube, ich rutsche ihn einfach Vollgas hinten rein. Eigentlich geht es doch nur darum, mich zu demütigen und darauf falle ich nicht rein, und dass ich mich hier einfach 8-mal richtig hart auf die Fresse lege. Warum sollte ich das tun? Scheiße. Ja, was ist jetzt? Ich werde dich jetzt berühren, wenn du so nah bei mir stehst. Und dann ziehst du dein erstes Kleidungsstück aus. Ja, aber ich bin schnell wie der Blitz. Hab ich dich. Jetzt musst du was ausziehen. Aha. Und ich würde sagen, beginn mal mit der formschönen Jacke. Ja, das muss man halt dann irgendwie in Slow-Mo machen, dass das halt elegant aussieht. Ich finde, wir können auch mal ein Video machen, das, sagen wir mal, nur 2 Minuten 30 dauert. Das reicht auch vollkommen. Immer, ihr hängt eh viel zu viel im Internet und am Handy. Das ist besser, wenn wir mal ein kurzes Video machen. Für Stufe Nummer 2 werde ich mir ein kleines Hilfsgerät aussuchen. Ein Hilfsgerät? Ja. Ich nimm dich in Acht. Natürlich, jetzt kommt er da mit so einem Eismonster. Wo ist mein Opfer, Meinberg? Wenn sie rollt, bin auf dem Weg. Mit meinem Baby süchtig zu, geht besser aus dem Weg. Mit 10 PS in deine Stadt des Winds. Aber ist es gefährlich, bei Glatteis zu fahren? Wer weiß, ob das Ding Winterreifen hat? Alter, ist das schnell. Der Meinberg hat keine Chance. Ich habe einen kleineren Wendekreis. Selbst ich habe einen kleineren Wendekreis. Du wolltest doch nur mit so einem Ding mal fahren, oder? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Weil ich meine, selbst ich dir auf dem Eis entkomme, ja, dann zeigt es, wie schlecht diese Idee ist, mit diesem Monstrum hier unterwegs zu sein. Das Problem ist, so geht dieses Spiel ewig. Ja, und mir ist jetzt schon arschkalt. Du hast ja nicht mal mehr Schlittschuhe an. Nein, da bin ich auch doppelt so schnell wie du. Okay, du hast mich gefangen. Boah, Meinberg, ich hab dich. Mensch. Dank dieser Eismaschine hier. Ja. Oberteil aus. Es wird immer kälter. Ja. Wie wär's, wenn ich meinen Hut ausziehe? Nee, bei der sieht gut aus. So. Da wollen wir Meinberg mal richtig aufs Eis schicken. Dazu brauche ich die Hilfe von den Gladiators! Du fährst so ein bisschen um ihn rum. Täuschst so ein bisschen an. Aber noch nicht berühren.
Und dann nimmst du ordentlich Anlauf. Ah, da war eine leichte Berührung. Malmberg, du wurdest gefangen. Eieiei. Ich hab's gemerkt. Und falls dir aufgefallen ist, können wir gerne einen Videobeweis machen. Ich hab dich auch gefangen. Was bedeutet das? Du wirst nur noch in deinem kleinen sexy Slip jetzt hier eislaufen. Das ist das große Finale. Natürlich hat Marc auch für diesen Moment was wahnsinnig Schönes vorbereitet. Und jetzt das große Finale. Oh Gott. Malmberg, weißt du, was die schlechte Nachricht ist? Dass ich hier nackt in der scheiß Eishalle stehe, ist wahnsinnig kalt, ist... Du hast noch 5 Minuten Zeit und wenn du jetzt gefangen wirst, dann weißt du, was für ein Kleidungsstück als nächstes ein Abgang macht. Gladiators, are you ready? Du wurdest gerade gefangen. Was? Ja, Höschen aus. Eieieiei, wenn das nicht zu sexy ist, schnell noch ein Abo dalassen, bevor uns YouTube den Kanal sperrt. Und hier oben rechts seht ihr andere. Du schenkst dir auch ein bisschen für dieses Video. Oh Gott, mein Mann, du bist nackt. Alter, die Leute von Mums, die können wenigstens Schlittschuh laufen. Woher willst du das wissen?